Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Monkey Island 4. Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun und zwar können wir mit einem Bankdirektor reden. Ja, der ist so ein bisschen schlechter, wo sie sprechen. Irgendwie hat er den Eindruck, dass wir die Bank ausgeraubt haben. Hey da, Geldsäcke. Sehr witzig, Mr. Sweetwood. Haben Sie das gestohlene Geld schon verprasst? Keine Ahnung, wie er darauf kommt. Es war dieser Kerl ohne Nase. Oh Mann. Wenn ich einen Dollar hätte für jedes Mal, dass ich das gehört habe. Das war natürlich auch mal so, bis Sie aufgetaucht sind. Sprechen wir nicht mehr über mich. Wie laufen die Geschäfte? Oh, einfach großartig. Dank Ihrer Hilfe. Ich bin pleite. Und niemand auf dieser Insel vertraut mir jemals wieder sein Geld an. Was soll ich jetzt machen? Ich werde den Schuldigen finden und seine Seele in die ewige Verdammnis schicken. Davon habe ich nichts. Allerdings wäre es sehr unterhaltsam, Sie in ein Schwert stolpern zu sehen. Wieso machen Sie keine Bäckerei auf? Ich kenne nur einen Menschen, der Backwaren an Piraten verhökern könnte. Und der macht in Immobilien. Sie könnten genug zusammenstehlen, um die Bank wieder zu eröffnen. Ich bin ein Bankier. Ich verstehe nichts vom Stehlen. Reden wir über was anderes. Hey, ich bin unschuldig. Ach ja, richtig. Und ich bin ein 20-Karat-Gartenzwerg. Okay. Haben Sie hier einen Kerl mit einem Sack voller Diebesgut gesehen? Wie soll er denn ausgesehen haben? Etwa wie ich? Ja, den habe ich gesehen. Aber er hatte keinen Sack dabei. Wirklich? Wo? Er steht genau vor mir! Wann wird die Bank wieder geöffnet? Inspektor Canard lässt mich nicht hinein. Also selbst wenn ich es mir leisten könnte, er würde mich daran hindern. Na toll. Warum dürfen Sie nicht hinein? Der Inspektor sagt, dass der Tatort bis zur Klärung des Falls abgesperrt bleiben muss. Brechen wir doch ein. Im Gegensatz zu Ihnen respektiere ich Recht und Gesetz. Niemand betritt meine Bank, bis der Fall gelöst ist. Und warum hängen Sie dann hier herum? Sie sehen irgendwie verdächtig aus. Ich habe die Bank nicht ausgeraubt, wenn es das ist, was Sie andeuten wollen. Ich weiß nicht, die meisten Raubüberfälle spielen sich in einer Bank ab. Möglich. Aber jeder Täter kehrt zum Ort seines Verbrechens zurück. Und hier sind Sie. Reden wir über was anderes. Ja. Okay, ich glaube, das wär's. Ich glaube, mein Bewährungshelfer hat gerufen. Bis später. Fürs Erste. Hallo Gulli. Mann, Local Town hat ein Abwassersystem. Na, das ist toll. Ob ich so vielleicht in die Bank komme? Na, versuchen wir es doch mal. Wir haben ja noch unser treues Schwert. Verdammt, jetzt ist mein Schwert in die Kanalisation gefallen. Tja, jetzt ist es ein kaputtes und übelriechendes Schwert. Sehr gut. Jemand hat etwas in den Boden geritzt. Hier steht, Wendy liebt Fred. Aber gleich daneben hat jemand Larry liebt Wendy eingeritzt. Was für ein seltsamer Ort für Liebesbezeugungen. Ja, irgendwie schon. Okay, dann, gar nicht. Ja, ich glaube, wir gehen hier noch nicht runter. Schauen uns mal noch ein bisschen um. Ah ja, genau. Das Prothesenparadies. Hallo. Hol uns mal ein paar Klapperzähne. So. Oh, okay. Was haben wir denn da? Gummiknöchel, künstliche Blinddärme, falsche Follikel. Nein, das brauche ich alles nicht. Schade. Ein Korb mit handgemachten Prothesen. Okay, cool. Kauf mich. Der Kerl mit zwei Augenklappen. Interessant. Willkommen im Prothesenparadies. Unsere Produkte sind unauffällig, hautverträglich und schwer entflammbar. Auf alle Waren 30 Tage Garantie. Du riechst neu. Wer bist du?
Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Du riechst aber nicht besonders mächtig. Was? Ehrlich gesagt, riechst du irgendwie blumig. Was? Verdammt, ich rieche dein Fliederlilien-Aftershave sogar durch meine verstopfte Nase. Mann, sie sind gut. Ich bin Dave. Hier in der Gegend nennen mich alle Dead-Eye Dave. Ich bin im Dreiinselreich der führende Experte für anatomische Ersatzteile. Und, wie läuft das Prothesengeschäft? Oh, es lief schon mal besser. Lassen Sie mich raten, ein Immobilienhai aus Australien versucht mit drastischen Methoden Ihren Laden zu übernehmen. Was? Wie kommst du denn auf eine derart bescheuerte Idee? Nun, ich dachte... Tja, falsch gedacht. Australien. Was ist denn das für ein Name? Vergessen Sie's. Also, was läuft denn nicht? Mein Affe hat gekündigt. Okay. Und jetzt sind Sie derart verzweifelt, dass Sie sich nicht auf Ihre Arbeit konzentrieren können, richtig? Verzweifelt? Wegen Pongo? Oh, sei nicht albern. Aber warum war er dann so wichtig? Weil Pongo sich um den ganzen Papierkram und die Lieferungen gekümmert hat. Er war der Einzige, der das automatische Karteisystem im Büro verstanden hat. Ohne ihn habe ich keine Ahnung, welcher Auftrag für welchen Kunden bestimmt ist. Meine Stammkunden sind empört. Das ist ja schrecklich. Haben Sie etwas von Ihrem Karteiaffen gehört, seit er verschwunden ist? Was glaubst du, dass er mir eine Postkarte geschickt hat? Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber sind Sie blind? Sehe ich etwa wie ein Blinder aus? Ich weiß nicht. Die beiden Augenklappen könnten auch der letzte Schrei in der Piratenszene sein. Natürlich bin ich blind. Du nach Lilien riechendes Weichei. Tut mir leid. Denk gar nicht darüber nach. Meine anderen Sinne sind dafür umso schärfer. Ich erkenne meine Kunden beispielsweise an ihrem typischen Eigengeruch. Sie erkennen Menschen am Geruch? Normalerweise ist das kein Problem. Aber heute ist meine Nase etwas verstopft. Ich muss mich irgendwo erkältet haben. Deshalb erkenne ich heute nur penetrante Düfte, wie das Lilienwasser, das du dir offensichtlich literweise ins Gesicht geschüttet hast. Glücklicherweise ist mein Gehör schärfer als ein Kahn voller Piratenschlampen. Okay, das ist schon mal ganz gut. Dann können wir uns ja nachher nochmal neu einparfümieren. Und wie scharf ist Ihr Gehör genau, Kojak? Scharf genug, Siegfried. Ich bin auf der Suche nach Geschenken für meine ledierten Piratenfreunde. Dann bist du hier genau richtig. An welche Art von Prothesen hattest du denn gedacht? Ja, vielleicht was umsonst? Meine Geschenke sind ja meistens umsonst. Was gibt es hier umsonst? Umsonst? Sehe ich etwa aus wie die Heilsarmee? Was soll ich sagen? Ich bin pleite. Okay, du appellierst also an meine Großzügigkeit. Ich mache dir ein Angebot. Du bekommst eine meiner ungetesteten Prothesen ohne Garantie und... Klingt gut. Und um welche Art von Prothese handelt es sich? Du darfst dir eine aussuchen. Mit einer Geschichte. Hä? Bring mich zum Lachen. Es war einmal ein Pirat namens... Larry? Larry. Larry warb um die Hand einer holden Schönheit mit dem Namen... Wendy? Wendy. Tragischerweise gehörte Wendys Herz bereits einem Idioten namens... Fred? Ja, Fred. Und? Was und? Was ist passiert? Als ihr bewusst wurde, wie sehr ihr die ganze Geschichte unter die Haut ging, heiratete sie den hässlichsten Mann der Stadt. Ende. Was für eine schreckliche Geschichte. Ich weiß. Hier ist eine experimentelle Gratisprothese. Was ist das? Das ist etwas Besonderes. Das ist meine neueste Erfindung. Die ultradehnbare Kunsthaut für alle Größen. Einige Quadratmeter dieser großartigen Substanz können die Haut, die ein Pirat im Laufe seines Lebens durch Fechtkämpfe, Messerstechereien, Kielholungen und die regelmäßigen Auspeitschungen verliert, ersetzen. Dazu gibt es kostenlos einen Satz winziger Haken zur mühelosen Befestigung. Ich sag's nochmal. Okay, sehr gut. Das wär's erstmal. Achso, wir können mal fragen, wer den noch gesehen hat. Ich suche nach einem nasenlosen, diebischen Piraten. Hm,
Davon gibt es hier in der Gegend mehr als genug. Diebe? Nein, nasenlose Piraten. Wirklich? Oh ja, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Seeräuber in der Hitze des Gefechts ihren Riechkolben verlieren. Hat dieser diebische Pirat, den du suchst, auch einen Namen? Nicht, dass ich wüsste. Oh, das ist zu schade. Natürlich, selbst wenn ich den Namen des Piraten wüsste, es würde keinen Unterschied machen. Ohne Pongo finde ich nicht einmal die Akte deines Piraten. Wiedersehen. Riech mal wieder vorbei. Ja, ja. Okay. Wir könnten allerdings auch... Wir haben ja... Meint er, er hört noch relativ gut. Wenn wir ihn ein bisschen ablenken, zum Beispiel mit dieser... Musikbox. Wollen wir uns vielleicht hier noch ein bisschen umschauen. Darf ich das einschalten? Ich sagte, darf ich das einschalten? Ah, wohl nicht. Okay, sehr gut. So, dann, ich glaube, du brauchst ein paar Hände, oder? Ein Korb mit handgemachten Prothesen. Mhm. Ah, hast du da aufgehört. Okay, dann muss ein bisschen schneller sein. Ich muss gerade überlegen, was haben wir denn nochmal? Irgendwas brauchen wir davon, was wir uns dann schnappen können. Ballprothesen, Bisole. Ich glaube, wir müssen echt dann die Dings nochmal dran. Eine hübsche kleine Musikbox. So, schalten wir die nochmal ein. Darf ich das einschalten? Ich sagte, darf ich das einschalten? Ah, wohl nicht. Okay, so. Jetzt mal schnell darüber. Ein Korb mit handgemachten Prothesen. Jo. Ach nee, Mist, falsch Taste. Ein Korb mit handgemachten Prothesen. Eine Holzhand. Das habe ich gehört. Ich ja, hoffe, ja, dass ja. Jemand kaufen. Sie ist nicht ganz billig. Ehrlich gesagt, ich bin ziemlich abgebrannt. Nun, dann würde ich sie an deiner Stelle schnell wieder zurücklegen, Tiger. Tut mir leid. Ja, wäre einfacher, wenn diese Steuerung besser funktionieren würde oder intuitiver wäre. Aber hey, schon. So, dann auf ein neues. Musikbox. Darf ich das einschalten? Ich sagte, darf ich das einschalten? Ja, ja. Wohl nicht. Dann wieder hier hin. Ein Korb mit handgemachten Prothesen. Genau. War da nicht ein Geräusch? Nein, das ist nur die quälende Musik aus meiner Musikbox. So, sehr gut. Also das jetzt ja doch noch funktioniert. Okay, wir haben ja doch noch ein Taschentuch. Vielleicht kannst du damit ja was anfangen, Kollege, ne? Wenn du schon den Namen nicht weißt. Hey, erinnert sie der Geruch von diesem Taschentuch an irgendetwas oder irgendjemanden? Keine Ahnung. Gib mal her. Riecht es nach gar nichts. Was soll das heißen? Ich dachte, Blinde... Hey, Sehgeschädigte. Tut mir leid, ich dachte, Sehgeschädigte kompensieren ihre Sehschwäche durch die anderen Sinne. Also was ist? Ich habe zwei voll funktionsfähige Augen und sogar ich rieche, dass dieses Taschentuch bestialisch stinkt. Ha, was kann ich denn dafür, dass meine Nase verstopft ist? Ich bin etwas erkältet und habe eine verstopfte Nase. Deshalb kann ich im Moment nichts riechen. Wenn ich dir mit meinem atemberaubenden Geruchssinn helfen soll, musst du mir eine stärkere Probe dieses Duftes besorgen. Und wo soll ich die finden? Immer der Nase nach. Hm. Okay. Ja. Vielleicht müssen wir dann wirklich das Taschentuch ein bisschen mal an dem Besitzer reiben. Das wäre vielleicht eine Idee. Gut, die Haut können wir allerdings wunderbar nutzen, wenn auch ein wenig zweckentfremdet. So, da wir jetzt ja den Gullideckel geöffnet haben, packen wir einfach mal die Haut drüber. Hier ist keine falsche Haut nötig. Achso, Gulli. Hey, das ist wie ein Trampolin. Genau. Oh! 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 Oh!
Au. Dummkopf. So, können wir hier irgendwas machen? Ich hoffe wirklich, dass der ehemalige Besitzer die Schublade mit Unterwäsche ausleeren konnte. Ja, wer weiß. Glück ist das hier niemandem aufgefallen. Was würde wohl passieren, wenn ich hier... Probieren wir es aus. Hey. Das ist unser Lichtschalter. Ein Sieg der Technik. Sehr schön. Oh. Das hat ja lange funktioniert. Heutzutage kann niemand mehr Kopf rechnen. Ja, das stimmt. Heute ist Scupper-Party. Eröffnen Sie einfach ein Konto mit 10.000 Goldmünzen oder mehr. Eine Tupper-Party. Cool. Ich habe mich immer gefragt, wie Sie das Schiff da reinbekommen. Ja. Ich weiß es mittlerweile. Ich schätze, das Ding geht als Prachtfahren durch. Die werden halt so mit ausklappbaren Masten, oder die Masken werden halt erstmal eingeklappt, bevor die Schiffe da reingesteckt werden. Und dann halt per Faden oder per Seil die Masten dann ausgeklappt. Und dann hast du dann funktionierendes Schiff drin stehen. So. Ich habe jetzt nicht allzu viele Mysten und Mysterien gebrochen. Meine Piraten und ich, skandalöse Reportagen über die ruchlosesten Seeräuber der Karibik. Titelthema: Plündern und Brandschatzen für junge Eltern. Mhm. Eine leere Skupperware-Dose. Ah ja, gut, dann können wir die auch direkt mal mitnehmen. Wahrscheinlich finden wir irgendwo eine Frau, die damit eine Party machen möchte. So. Ah genau, vielleicht noch den Zettel dazu. Das brauche ich wirklich nicht. Doch. Das brauche ich wirklich nicht. Heute ist Scupper-Party. Eröffnen Sie einfach ein Konto mit 10.000 Goldmünzen oder mehr. Das brauche ich wirklich nicht. Dann halt nicht. Wird ja gut passen, ne? Heute ist Scupper-Party. Eröffnen Sie ein... Das brauche ich wirklich nicht. Du weigerst dich gerade noch ein bisschen. Okay. Vergiss es, ich versuche meine Unschuld zu beweisen. Ich will nicht noch mehr Ärger. Aber wir können ja mal reingucken, ne? Ja, nichts als Namen und Zahlen. Und jede Menge Mathematik. Ah, gut, dann schauen wir mal da oben. Können wir hier noch ein bisschen was reißen? Gerade mit diesen angeschalteten Lampen. Eine Lampe. Was ist das für ein Schatten? Sieht aus wie eine Nase? Hey, eine künstliche Nase. Ah, sie ist voll. Ich wette, das Teil gehört diesem stinkenden Seeräuber, dem Kerl ohne Nase. Ich nehme das an mich, Mr. Threepwood. Ach, was machen Sie denn hier? Dasselbe könnte ich Sie fragen. Stattdessen nehme ich aber nur dieses Beweismittel an mich. Na dann los, prüfen wir, ob sie Pegnose passt. Großartige Idee. Zu dumm, dass niemand weiß, wo er sich versteckt. Bringen Sie ihn hierher und ich überlege es mir. Aber denken Sie daran, selbst wenn die Nase passt, weiß das nur, dass er in der Bank war. Es heißt noch lange nicht, dass er der Täter ist. Sie denken immer noch, ich war's, stimmt's? Ja, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Und jetzt raus hier! Na gut, dann, Schatztruhen. Gehen wir halt mal wieder. Wie süß! Kleine handliche Schatztrüchen, in die nichts hineinpasst. Ja, warum nicht? Der funktioniert.
So, dann können wir Rufus auch nochmal rein, denke ich. Ich glaube, mit dem müssen wir nicht mehr reden. Können wir gucken mit den Taschen... Ah genau, ich glaube, den Taschentuchgeruch könnten wir jetzt langsam mal verstärken. Oder zumindest mal versuchen. Bauen wir unser eigenes Parfum. Hi. Geh doch da mal hin. Einen wunderschönen guten Tag, Brittany. Oh, hi. Warum hören Sie sich an wie eine herzkranke Krake? Oh, tut mir leid. Tut mir leid, dass Sie Ihren Job verloren haben. Ach, das ist schon in Ordnung. Ich habe nie gern in der Bank gearbeitet. Ich wollte eigentlich schon immer ins Showbusiness. Ins Showbusiness? Ja, ich wollte schon immer Sängerin werden. Mit eigenen Background-Tänzern. Ich bin unbegabt und habe keine Erfahrung. Aber ich bin sicher, mit der richtigen Einstellung kann mich niemand aufhalten. Das fürchte ich auch. Wir könnten ja gemeinsam eine Nummer einstudieren. Das ist keine gute Idee. Ich suche eher nach einem... Piraten? Cool. Warum verschwenden Sie Ihre Zeit dann in einer Bank? Von irgendwas musste ich ja leben, während ich meine Karriere vorbereitete. Ich schätze, mir hat nur der letzte Kick gefehlt. Ich war zu sehr in die Finanzwelt eingebunden. Na dann viel Glück. Was haben Sie jetzt vor? Nun, ich wollte schon immer ins Showbusiness. Na dann viel Glück. Kann ich noch ein Konto eröffnen? Guter Witz, Mr. Shreveport. Ich habe nichts mehr mit der Bank zu tun. Tja, ich muss mich jetzt um einige wirklich männliche Dinge kümmern. Bis denn. Bis denn dann. Das ist ein ästhetisch ungemein ansprechender Brunnen, glaube ich. Ja, ich weiß ja nicht so. Na gut, in der nächsten Folge schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.